Willkommen zu Hotlap, die Formel 1 diese Woche in Miami, und passend dazu werde ich euch natürlich jeden Winkel dieser Strecke genau zeigen. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gern Däumchen oben da, und hier sind wir nun. Florida, Miami 2022 gab es das Debüt hier. Den Rundenrekord hält Max Verstappen mit einer 1,29,7, 17 Kurven, 12 links und 7 rechts. Also ist eigentlich hier ausgewogen. Verstappen hat hier die Dominanz seit 2 Jahren nur er gewonnen. Zweimal also er hier mit den meisten Siegen. Und eine Runde dauert schöne. Hier haben wir noch einmal diesen wunderbaren Anflug auf die Strecke. 3 Sektoren, 57 Kilometer, 5,41 Kilometer ist eine Runde lang. Und generell hier eine sehr tolle Strecke im Zentrum. Das Hard Rock Stadium, 2 die DRS-Zonen und generell eine sehr, sehr spaßige Runde. Es sind 3 DRS-Zonen natürlich, 19 Kurven, und ja, ich glaube, das sind alle Randnotizen, die wir so haben. Ich würde sagen, wir springen also direkt in unsere Hotlap rein. Und da sind wir nun noch. Wie könnte es auch anders sein, mit dem Red Bull aus dieser letzten richtigen Kurve raus. Da geht schnell links und schnell rechts. Und da sind wir nun am Beginn der neuen Strecke. Hier geht es richtig schnell Richtung Turn 1. Da wird es auch beim Start einige Turbulenzen geben, da bin ich mir fast sicher. Und ja, auch generell Turn 1, 2, 3, das sind Kurven, die musst du halt auch wirklich, da muss das Auto mitspielen. Generell die Strecke, eine Strecke, die viel mechanischen Grip verlangt, also viel Grip, der vom Auto auskommt. Und da haben wirklich auch die schlechteren Teams mehr Probleme natürlich als die besseren. Aber ich glaube auch, dass Mercedes ein sehr schwaches oder starkes Wochenende haben können. Das ist schwierig zu sagen. Kurve 2 und natürlich 3, diese langgezogene Rechtskurve, hier beinahe die Mauer touchiert. Und am Ende erfährt er natürlich auch, wie schnell wir waren hier durch diesen Sektor. Ich hasse diese Sektion tatsächlich. Ich bin kein großer Fan. Die Kurve immerhin ist cool. Die wird nämlich nach innen hin immer enger, und du musst auch wirklich diese Kurve mit einem perfekten Schwung erwischen. Hier haben wir dann 4, 5, ganz, ganz leicht, wenn überhaupt die Curbs berühren. Und ja, hier war natürlich auch dieser Moment, wo es im vergangenen Jahr Charles Leclerc weggesprintet und er sozusagen die Qualifying-Runden aller Hinterherfahrenden zerstört hat. Es geht rein in die zweite DRS-Zone, während wir hier Turn 9 und 10 Full Speed fahren können. Das sind einfach nur, ja, Vollgas-Knicks. Und jetzt geht's in meine Lieblingssektion an dieser Strecke. Hier ist eigentlich Verbremsen, ja, fast erlaubt, würde ich mal sagen. In dieser Kurve rede ich davon. Denn in Turn 11 kannst du dich, ich habe mich auch hier ganz, ganz leicht verbremst, und jetzt geht's in diese Sektion rein. Ich liebe diese Kurvenkombis. Da wirklich rauf, richtig die Kurven cutten, aber natürlich nicht zu stark, aber auch nicht zu stark über die Curbs drüber fahren. Hier innen bleiben beim Rausbeschleunigen, schnell und früh aufs Gas gehen, die ganze Strecke ausnutzen. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Boah, da waren wir weit neben der Strecke. Dann links die schneiden und rechts komplett drüber brettern. Und ja, wie gesagt, ganz außen bleiben. Und da sehen wir das noch einmal von der Innenperspektive. Hier ganz, ganz bündig mit der Mauer bleiben. Da die komplette Strecke ausnutzen. Links drüber schneiden, rechts drüber. Dann hier nochmal ganz nach rechts, um dann hier die Kurve perfekt ausfahren zu können. Turn 16, ein Schlüsselpunkt an dieser Strecke. Denn gerade Turn 16, ja, macht es hier möglich, dass du dann in dieser 1,2 Kilometer lange Geraden jemanden überholen kannst. Es geht Richtung Haarnadelkurve runter, Kurve 17, auch ein Schlüsselpunkt dieser Strecke, denn wenn du im Qualifying hier deinen Exit verkackst oder gegen die Mauer